Hallo und herzlich willkommen, liebe Kletterer und Boulderer, und herzlich willkommen zum fünften Teil der Kraftausdauerserie. Heute will ich euch zwei Möglichkeiten für das Kraftausdauertraining in der Boulderhalle vorstellen. Und zwar handelt es sich um das sogenannte 4x4 Trainingssystem und um die anaeroben Boulderzirkel. Es gibt sicherlich noch weitere Spielarten, wie man die Kraftausdauer in der Halle trainieren kann, aber das sind die zwei derzeit von mir favorisierten Möglichkeiten für das Kraftausdauertraining. Wer die anderen Videos der Kraftausdauerserie noch nicht gesehen hat, also die Grundlagen zum Kraftausdauertraining und wie man zum Beispiel die Kraftausdauer in der Kletterhalle oder am Fels trainiert, der möchte sich doch bitte nochmal die älteren Videos dieser Serie anschauen. Ansonsten fangen wir direkt an mit dem sogenannten 4x4 Trainingssystem. 4x4 bedeutet, dass vier verschiedene Boulder direkt ohne Pause hintereinander geklettert werden. Der erste Satz dieser vier Boulder sollte dabei schon einen ganz guten Bump in den Unterarmen erzeugen. Danach macht man eine Pause, so in etwa 2 bis 3 Minuten, und beginnt dann mit dem nächsten von insgesamt 4 Sätzen. Dabei sollte man sich möglichst stark ausbelasten, aber dennoch die Boulder schaffen. Bis vielleicht auf den letzten Durchgang im letzten Satz, da dürfte man auch scheitern, das wäre dann der Beweis für eine optimale Ausbelastung. Das Problem an der Sache ist, die dafür entsprechenden guten Boulder zu finden, und das ist dann die eigentliche Kunst und erfordert schon etwas Zeit, Versuch und Irrtum. Die Boulder sollten etwas steil sein, sagen wir mal so 30 bis 45 Grad und so circa 10 bis 15 Züge aufweisen. Boulder mit schweren oder kniffligen Einzelzügen sind aber zu vermeiden, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man sie nicht schafft. Auch wichtig, hat man mal die entsprechenden Boulder gefunden, müssen diese aber mit der Zeit immer wieder ausgetauscht und erschwert werden, da man sich schnell an die Bewegungen gewöhnt, also die Boulder sozusagen optimiert und die gesteigerte Ausdauer das Training mit den Wochen sonst einfach zu leicht macht. Für den Anfang ist es in diesem Zusammenhang vielleicht einfacher, auch erstmal mit 2x4 anzufangen, also 2 Boulder hintereinander klettern und davon 4 Sätze. In der nächsten Einheit erhöht man dann das Ganze je nach Bedarf auf 3x4 bis hin eben zum 4x4. Es sind aber auch ganz andere Kombinationen denkbar, wie zum Beispiel 6x2 mit immer nur den gleichen Boulder oder 3x5, wenn man zum Beispiel genau 3 sinnvolle Boulder-Probleme bisher gefunden hat. Die Zahlen hängen also auch stark an dem Charakter und der Länge der Boulder-Probleme und dem individuellen Leistungslevel ab. Kommen wir damit zu den anaeroben Boulderzirkeln. Für diese muss man die Möglichkeit haben, sich Boulder selbst zu schrauben oder selbst definieren zu können. In den heutigen modernen Boulderhallen geht das meistens nur an einer Systemboulderwand oder an der Trainingsboulderwand. Dann muss man wieder sehr viel Mühe investieren und viel ausprobieren, um einen optimalen 15 bis 20 Zug Boulder zu definieren. Auch dieser sollte wieder nur als Entwurf angesehen werden, den man in den folgenden Einheiten immer wieder weiter verfeinert und erschwert. Diesen klettert man dann 4 bis 8 Mal, gefolgt von einer Pause von 2 Minuten. Auch hier ist es wieder das Ziel, den Boulder möglichst immer zu schaffen, bis auf den letzten Satz, in dem man auch knapp scheitern darf. Also schwere Stellen, knifflige Stellen oder eine Krux und dergleichen, bei der man mit hoher Wahrscheinlichkeit rausfliegt, ist auch hier bei dieser Art von Training eben unpassend. Das sind also meine zwei persönlichen Favoriten für das Kraftausdauertraining in der Boulderhalle, zumindest für Seilkletterer. Wie schaut die Sache für reine Boulderer aus? Für reine Boulderer ist das Kraftausdauertraining sicherlich von deutlich geringerem Stellenwert wie für Seilkletterer. Wenn man jetzt jedoch als Boulderer auch Wettkämpfe bestreitet, dann ist die Sache so, dass man ja in einem gewissen Zeitraum eine gewisse Anzahl an Boulderproblemen lösen muss, und dafür bietet sich ein Kraftausdauertraining in den Wochen vor den Wettkämpfen eben schon an. Für den reinen Rotpunktkletterer hingegen ist das Kraftausdauertraining kaum von Stellenwert. Wie geht es hier weiter? Ich werde auf jeden Fall noch ein Video zum Kraftausdauertraining mit dem Griffbrett machen. Bleibt also gespannt
Macht es gut bis dahin. Ciao, euer Christoph.